Mit dem M1 hat BMW eine Maschine gebaut, die zu einem exakt definierten Zweck ersonnen und Detail für Detail dafür konstruiert wurde. Der M1 soll in der sportlichen Auseinandersetzung um das bessere Fahrvermögen und das leistungsfähigere Fahrverhalten gewinnen, in den Grenzsituationen der Bewegung auf vier Rädern. Der BMW M1 ist ein konsequent für den Einsatz im Produktionswagen Spitzensport entwickelter Rennwagen. Er wurde deshalb so kompromisslos wie bislang nur Formelwagen oder Prototypen auf diesen Zweck hin gestaltet. Selbst die Innenraumgestaltung des M1 entspricht der Aufgabenstellung. Sie ist gezielt auf höchste Funktionalität zugeschnitten und zeigt den Workmanship-Charakter, der kompromisslose Rennwagen kennzeichnet. Der M1 besitzt ein extrem kurzhubiges Sechszylinder-Triebwerk mit 4 Ventil-Querstromzylinderkopf und 2 obenliegenden, kettengetriebenen Nockenwellen und einer mechanischen Einspritzanlage. Dieses Triebwerk ist der Höhepunkt der BMW-Sechszylinder-Motorenentwicklung. Sein Gemischdurchsatzvermögen ist im Prinzip dem eines 12-Zylinder-2-Ventilers ebenbürtig. Die triebwerksmechanischen Voraussetzungen sind ebenfalls gleich gut und gegenüber 8-Zylinder-Triebwerken sogar besser. Der BMW 6-Zylinder erreicht diese Leistungsfähigkeit jedoch mit geringeren Reibverlusten, ökonomischen Abmessungen und Verbrauchswerten. In der Gruppe 4 leistet das Triebwerk als Saugmotor 480 bis 500 PS.
Troisième, In den 70er Jahren war der Produktionswagensport sehr erfolgreich. Wir hatten teilweise zum Beispiel beim 6-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mehr Zuschauer als bei der Formel 1. Es gab auch Rennen, da sind bis zu 10 Formel 1-Fahrer auf Tourenwagen gefahren. Also es war eine große Zeit, eine große Tourenwagenzeit. Wir sind damals mit dem 3.0 CSL Coupé gefahren, waren sehr erfolgreich, haben viele Meisterschaften gewonnen. Aber zur damaligen Zeit musste man, um ein Auto im Motorsport einzusetzen, eine Homologation haben. Man musste 1000 serienmäßige gleiche Autos bauen. Und das Gewicht der Serienautos musste auch das Gewicht der Rennfahrzeuge sein. Wir hatten damals mit unseren BMW-Autos das Problem, dass wir sehr komfortable Autos hatten, die schwerer waren als die Großserienwagen. Also haben wir folgerichtig gedacht, wir müssen für die Zukunft ein Auto bauen, was für die Rennstrecke gedacht ist und dann umgewandelt wird für die Straße. Das war ein gewagtes Konzept. Wir haben es dem Vorstand vorgetragen und wir haben dann letztendlich eine Genehmigung bekommen. Es war ein Konzept für die GT-Kategorie. Wir mussten nicht 1000, sondern nur 400 Autos im Jahr bauen, um eine Homologation zu erreichen. Und dieses Auto war dann gedacht für die Zukunft als das Hauptinstrument für den BMW Motorsport. Da dieses Auto als Rennauto gebaut wurde, wurde auch die Motorsport GmbH beauftragt, sowohl die Entwicklung als auch die Produktion zu beaufsichtigen. Also wir haben einen Vorstandsbeschluss gehabt, das Projekt E26, so hieß es früher, in Angriff zu nehmen. Und ein Jahr nach diesem Vorstandsbeschluss haben wir einen Vertrag mit Lamborghini gemacht über die Konstruktion und Fertigung von 800 M1. 400 Autos sollten innerhalb des ersten Jahres gebaut werden zur Homologation und danach sollten pro Tag noch ein Auto gebaut werden. Bereits 6 Monate nach der Vertragsunterzeichnung haben wir den ersten Prototypen bekommen. Und innerhalb von 2 Jahren haben wir dann mit der Produktion der Fahrzeuge begonnen. Der M1 sollte das Sportgerät für den Produktionswagensport für die Zukunft werden. Leider ist durch die Produktionsverzögerung bei Lamborghini, denn als wir mit der Produktion beginnen wollten, hat es bei Lamborghini Zahlungsschwierigkeiten gegeben. Die Gelder flossen falsch. Wir konnten nicht sicher sein, dass die Gelder in unser Projekt gingen. Also haben wir den Vertrag bei Lamborghini gekündigt und haben dann eine neue Produktionslinie aufgebaut, die doch recht kompliziert war, aus der Not heraus geboren. Wir haben die Karosse bei Giugiaro, bei Italdesign in Turin bauen lassen, haben bei Bauer das Fahrzeug komplettiert mit Motor und Antriebsstrang und haben dann letztendlich bei der Motorsport GmbH die Endabnahme und die Auslieferung durchgeführt. Nachdem wir die Produktion nicht innerhalb eines Jahres 400 Autos herstellen konnten, hatten wir das Problem, dass wir 2 Jahre lang ein Auto bauen mussten, ohne damit Motorsport betreiben zu können. Deshalb haben wir die Procar gegründet. Eine Rennserie, in der der M1 eigentlich seine Qualitäten bewiesen hat. Eine Rennserie, wie sie es heute nicht mehr gibt, auch wahrscheinlich nie mehr geben wird. Denn die 5 besten Formel-1-Fahrer des Freitagstrainings sind damals gegen 20 bis 25 der besten Tourenwagen- und GT-Fahrer Europas angetreten. Das waren fantastische Rennen. Diese Procar-Serie ist 2 Jahre lang durchgeführt worden und danach ist der M1 homologiert worden und war dann auch für den normalen Motorsport einsetzbar. Zur gleichen Zeit ist BMW in die Formel 1 eingestiegen und dann war die Formel 1 das Hauptprojekt und man hat den M1 dann als Produktionswagen, ich möchte mal sagen, vernachlässigt. Als wir mit dem Projekt an die Öffentlichkeit gekommen sind und gesagt haben, wir fahren vor der Formel 1 samstags mit den Formel-1-Fahrern, hat uns zunächst einmal niemand geglaubt, dass das möglich ist. Es hat uns auch niemand geglaubt, dass wir in der kurzen Zeit die Autos fertigstellen können. Aber es ist uns gelungen, innerhalb eines halben Jahres das Rennfahrzeug zu entwickeln und 25 Autos an Kunden zu verkaufen. Und mit Bernie Ecclestone und Max Mosley hatten wir 2 Verbündete, die die Formel-1-Fahrer, ich möchte mal sagen, überzeugt haben, an dieser Serie teilzunehmen. Wir mussten allerdings ziemlich viel Geld in die Hand nehmen. Es gab gute Preisgelder und die Sieger bekamen am Jahresende ein M1 und deshalb letztendlich auch die Fahrer.
bewegt zu fahren. Aber ich muss sagen, die Formel-1-Fahrer haben Spaß gehabt. Es war nachher ein Wettbewerb im Freitagstraining, möglichst unter den 5 Ersten zu sein, um Procar fahren zu können. Das war eine sehr interessante Situation. Ich finde es nach wie vor faszinierend. Ich habe letzte Woche noch mal an der Mainz gefahren. Nicht nur, dass er schön aussieht, sondern auch die Fahrleistungen sind heute noch ansprechend. Das nach 40 Jahren, finde ich, ist faszinierend. Also wir haben ja angefangen mit dem 3.0 CSL, aber uns wurde sehr schnell klar, dass wir eben ein Rennauto für die Straße brauchten. Und natürlich war das dann auch mein persönliches Lieblingsprojekt. Ich muss allerdings sagen, dieses Projekt hat auch sehr viel Kopfschmerzen bereitet, denn die Produktionsphase war sehr schwierig und auch die Kosten sind uns davongelaufen über diesen neuen Produktionsweg. Aber letztendlich hat er doch sehr viel Spaß gemacht und heute ist es ja immer noch eine Ikone. Ja, die Artcars, das war eigentlich eine Verlegenheitslösung. Wir sind damals in den 70er Jahren mit 3.0 CSL in Le Mans gefahren. Mit einem Tourenwagen im Gesamtklassement, mit den GT- und Sportwagen waren wir nicht konkurrenzfähig. Wir haben zweimal die Tourenwagenkategorie gewonnen, aber das war uns dann für die Zukunft nicht genug, an einem solchen bedeutenden Rennen teilzunehmen und nur die Klasse zu gewinnen und im Gesamtklassement irgendwo unter den ersten 10 zu sein. Als dann 1975 Jean Todt auf mich zukam und sagte, da gibt es in Paris einen Hervé Poulain, der hat Renault ein Projekt angeboten, das ein Künstler eine Alpine bemalt und er wollte aber selber als Amateur mitfahren. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit Hervé Poulain und als ich dann erfahren habe, dass der Künstler Alexander Calder war, Alexander Calder hatte damals eine Braniff Airline Boeing bemalt, konnte ich mir gut vorstellen, dass ein solches Konzept Wirkung hat. Wir haben dann Kontakt aufgenommen und haben dann, ich möchte mal sagen, unseren Einsatz umfunktioniert. Da war nicht mehr das sportliche Ergebnis wichtig, sondern ein Kunst-Happening zu veranstalten beim wichtigsten Langstreckenrennen der Welt. Und das hat funktioniert. Das Auto wurde im Louvre vorgestellt und wir hatten an der Rennstrecke sowohl die Pariser Gesellschaft, die Intellektuellen und die Techniker. Das war eine fantastische Sache. Und nachdem das erste Projekt gelungen ist, kam dann als zweites Frank Stella, als drittes Roy Lichtenstein und als letzter, den ich mit zu verantworten habe, eben Andy Warhol. Die Künstler haben sich mit der Aufgabenstellung, das Renngeschehen darzustellen, auseinandergesetzt und Andy Warhol war begeistert von diesem Projekt. Also es war nicht nur, dass sie ein Auto gestaltet haben, sondern sie haben sich mit dem Thema 24 Stunden Le Mans beschäftigt. Und der Andy Warhol ist zum Ausdruck gebracht, dass die Farben verfließen bei der hohen Geschwindigkeit. Er war begeistert und die Künstler haben auch kein Geld dafür verlangt. Sie haben es wirklich aus reinem Interesse gemacht. Das war eine wunderschöne Sache damals. Ich muss sagen, wenn man heute an dem M1 sieht, der sieht noch genauso schön aus wie früher. Die Dynamik, die Sportlichkeit, ich glaube, das kann man auch noch bei den heutigen BMW-Modellen finden.
Thank you.